Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Risen 3. Wie immer ist auch mein Insta-Gaming-Link in der Videobeschreibung. Aber jetzt werden wir Emmas Höhlengesöff machen. Und dazu gehen wir, glaube ich, erstmal zum Friedhof. Ist hoffentlich der Friedhof. Aber wenn nicht, wäre es nicht schlimm. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens 4 Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. 3 von 5 haben wir schon. Dann kriegen wir jetzt noch einen. Und noch einen. Jetzt haben wir alle von den Knochen. Und jetzt geht's zu den Pilzen, glaube ich. Doch, es waren Pilze. Und wer liegt hier noch? Donovan. Na, wir looten ihn einfach. Wenn man schon die Gelegenheit dafür kriegt, jemanden zu looten, der auch eh nicht mehr mir helfen könnte. So, dann machen wir uns aber mal auf und Pilze sammeln. Hier, laut der Karte, müsste hier ein einer sein. Hier. 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 Hier noch ein. Hier noch ein. Und hier noch ein. Und dann gehen wir am besten zu Emma und die Sachen abgeben. So, ich habe gehört, die wohnt hier drin. Ja. Die wird sicher hier oben sein. Ist da jemand? Ja, raus hier! Darf ich hier etwa nicht rein? Es reicht! Raus hier! Sorry. Ja, verschwinde von hier! Ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Ich habe nämlich deine Zutaten. Ist da jemand? Nein, hier ist nicht keiner. Da muss ich wohl bis morgen warten. Ich hatte gedacht, ich kann jetzt hier rein. Lol. Können wir irgendwie klingen? Können wir sicherlich nicht, ne? Hallo? Können wir es in Kessel tun? Ich bin kein Alchemist. Nein. Wir müssen noch Herd. Da braten wir einfach noch den Hühnerbollen. Ist da jemand? Genau, verschnallen. Ich wollte mich da nicht hinlegen. Kann ich auch wieder raus? Irgendwas ist da passiert. Kann ich mit dir reden? Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Warum? Ich sollte das doch hier. Na gut, ne? Ich habe jedenfalls die Sachen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Aber das mache ich erstmal eine andere Quest. Oder wir steigern unsere Fähigkeiten. Das können wir auch machen.
Wir haben Nahkampf und Geist. Haben wir doch gleich noch mal hier drauf. Dann haben wir gleich 30. Und ja, ich frage mich aber wirklich jetzt, was wir jetzt machen sollen. Ich gucke nochmal auf das Logbuch. So. Crew. Ich kann ja auch nichts mehr auf Antigua machen, ne? Nee. Alles klar. Da vorne ist auf jeden Fall jemand. Vielleicht können wir mit dem, wer auch immer das ist, reden. Ich glaube zwar nicht, aber... Ich tue, was Admiral Alvarez befiehlt. Piraten-Ehrenwort. Okay. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber die läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Okay. Ja, gut, ne? Das war ein ganz schöner Fail. Können wir jetzt da rein? Immer noch nicht, ne? Wir wollen hier nur die Materialien hinbringen. Alright, dann eben nicht. Aber wir haben Krabbenstecher, warte mal. Sieht man sicherlich auch, wie viel Schaden, ne? 20 bis 25, 25 bis 30 ist also. Es geht halt bis 30. Ist halt allgemein eine höhere Range. Ich glaube, ich wusste das mal aus. Kann ich hier immer noch nicht rein? Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Ey, das ist schon wieder so nervig. Ja gut, das war's von einer kleinen Fail-Folge von Risen 3 Titan Lords. Ja, die ging jetzt ein bisschen kurz, aber was soll's. Die Folge wird sicher heißen irgendwas wie Emma will meine Sachen nicht. Ja. Aber dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao, Leute.